erschallte die zweite Posaune und die See wurde ein Meer von Blut. Und wenn die dritte Posaune erschallt, wird ein brennender Stern in die Wasserströme herabfallen. Die Weissagung aus dem Buch der Offenbarung. Die Prophezeiung aus der Apokalypse. Also, F. Murray Abraham. Dann bringt diesen William von Baskerville. Sean Connery. Der Name der Rose. Nonus humilitatis gradus est, si linguam ad loquendum prohibeat monacus, et taciturnitatem habent. Merkwürdig, seine Zunge ist schwarz. Hast dich verliebt? Ist das schlimm? Für einen Mönch bringt das gewisse Probleme. Aber der heilige Thomas von Aquin stellte doch die Liebe hoch über alle anderen Tugenden. Ja, die Liebe zu Gott, also. Die Liebe zu Gott. Der Teufel treibt sein Unwesen in dieser Abtei. Bitte dich, lass sie nicht leiden für das, was ich gesündigt habe. Diese Folter bereitet mir dieselbe Qual wie dir. Bruder Salvatore ist unschuldig an den Verbrechen, die eure Abtei mit Blut beschmiert haben. Nein, ihr werdet nicht gehen. Ihr nicht! Ihr seid an allem schuld. Weg da! Dies ist alles euer Werk! Mein Meister wird euch vor den Papst bringen und dann werdet ihr auf dem Scheiterhaufen brennen! Der Name der Rose. Das ist es. Eine Geheimschrift aus astrologischen Zeichen mit Zitronensaft geschrieben. Schütze, Sonne, Merkur, Skorpion. Meister, wartet auf mich! Schaut! Was ist? Da! Bücher, rette die Bücher, Junge! Ich versuche, euch zu retten! Wollt ihr dem Teufel abschwören und annehmen Jesus Christus als euren Herrn und Heiland? Der Teufel, dem ich abschwöre, bist du! Sie glaubten an Gott und waren des Teufels. Ihr könnt sie alle verbrennen, aber damit werden die Verbrechen, die in dieser Abtei geschehen sind, nicht aufhören! Sean Connery. F. Murray Abraham. Der Name der Rose. Ein Film von Jean-Jacques Annaud. Produziert von Bernd Eichinger.